Mein Name ist Magdalena Schrefel, nicht Ariane Felschmack, wie mein Screenname sagt. Ich bin Lektorin bei Matthes und Seitz Berlin und habe als Lektorin die Arbeit an diesen beiden Bänden betreut. Als Lektorin ist man ja immer auch Leserin und als Leserin, muss ich sagen, haben mich wirklich beide Bücher unglaublich bereichert. Das liegt einerseits an der Multiperspektivität, die sich allein schon durch die Auswahl der Bilder und Texte ergibt. Ja, es sind über 80 Bilder, mehr als 60 Texte, die einander ergänzen, herausfordern, auch mal widersprechen oder zumindest nicht immer das Gleiche erzählen oder das gleiche Bild machen. Und Sie werden das auch in den Büchern sehen. Wir haben sozusagen einen Verweis, sowohl innerhalb der Bände erarbeitet, als auch zwischen den Bänden. Und ich bin mir sicher, dass Sie in der Lektüre der Bücher noch sehr viel mehr Verweise oder Bezüge entdecken werden, die eben nicht nur zwischen den Büchern, in den Büchern funktionieren, sondern die vor allem auch aus den Büchern herausführen, in unsere Gegenwart, in unsere Kulturinstitutionen und mitten in politische Debatten, die gerade stattfinden. Und betonen will ich aber auch noch die Vielstimmigkeit der BeiträgerInnen. Also es war für mich das erste Mal, dass ich mit so vielen HerausgeberInnen zusammengearbeitet habe und das verstärkt sozusagen nochmal mit so vielen BeiträgerInnen, die Texte verfasst haben, die aber, wie ich finde, eine Vielschichtigkeit erzeugen des Bildes von Mitnahme, von Aneignung und auch von Rückgabe, die, glaube ich, ein Autor oder eine Autorin alleine gar nicht hätte erzeugen können. Und dafür bin ich sehr dankbar. Genau, ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute hier in dieser Online-Veranstaltung die Bücher sozusagen in die Öffentlichkeit entlassen können. Ich heiße Sie nochmal sehr herzlich willkommen im Namen des Verlages Matthes und Seitz Berlin. Durch den Abend führen wird uns Jenny Friedrich-Frexer. Sie ist Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch des Instituts für Auslandsbeziehungen. Und damit übergebe ich an Sie. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch von mir zur Buchvorstellung von Beute. Und Sie haben es schon gehört, die Ausbeute für diesen Abend wird groß sein, denn Sie bekommen gleich zwei Bücher auf einmal vorgestellt. Das ist ja nicht so oft vor. Ich zeige die vorab gleich mal. Das eine ist dieser Bildatlas zum Thema Kulturerbe und Kunstraub. Und der hat so eine ganz tolle Haptik, denn der ist mit einem dunkelgrauen Stoff bezogen. Also er fasst sich sehr schön an. Und das zweite ist eine Anthologie zum Thema. Das ist dieses Buch hier. Es sieht fast gleich aus, aber es ist ganz schwarz und glatt. Also für Buchliebhaber ist das auch absolut was zum Anfassen, was Sie hier kriegen. Beide sind bei Matthes und Seitz erschienen. Und ja, jetzt begrüße ich sehr herzlich die Herausgeberinnen und Herausgeber und die Mitarbeitenden an den beiden Büchern. Benedikt Savoy, Isabelle Dolezalek, Luca Frepoli, Merten Lagert, Philippa Sissis, Robert Quirblis und Simon Lindner. Ganz herzlich willkommen zur Buchpremiere. Wir haben also heute Abend ein großes Gespräch mit sehr vielen Menschen. Die Beteiligten werden sich gleich alle noch mal selbst kurz vorstellen. Aber ich würde gerne vorab schon mal was zu den Büchern sagen. Das Thema Kunstraub ist in den letzten Jahren ja vielfach und sehr kontrovers öffentlich diskutiert worden. Und zwar vor allem im Zusammenhang mit der Kolonialzeit und der in dieser Zeit entwendeten Kulturgüter. Diese beiden Bücher nun, über die wir heute sprechen, schauen viel weiter zurück in die Geschichte und untersuchen das Thema Kunstraub, das Kunstentwenden, das Beutemachen, eben aus von sehr langer Zeit her betrachtet. Und was deutlich sichtbar wird, ist, dass Sieger in Kriegen sehr oft die Kulturobjekte der Besiegten geplündert haben und mitgenommen haben und dass sich Menschen aber auch schon seit sehr langer Zeit Gedanken über dieses Phänomen machen und das schriftlich festgehalten haben. Wir haben es also beim Kunstraub nicht mit einer reinen Spezialität der Kolonialzeit zu tun. Die Bücher binden aber die Zeit der großen Kolonialimperien natürlich mit ein. Aber sie schauen eben auch lange nach davor und auch nach danach in die Geschichtsepoche des letzten Jahrhunderts. Und genau das Gleiche wollen wir eigentlich heute Abend auch machen. Also mit Hilfe dieser beiden Bücher und anhand von Kunstobjekten in verschiedene Zeiten der Geschichte eintauchen und erzählen, was wir heute über das Beutemachen aus diesen Zeiten wissen. Das alles werden Ihnen gleich die Herausgeberinnen und Herausgeber erzählen. Sie sind alle Mitarbeiter des Forschungsclusters Translocations am Fachbereich Kunstgeschichte der Moderne an der Technischen Universität Berlin gewesen, unter der Leitung von Benedikt Savoy.
Und es gibt sozusagen zwei Teams bei den Büchern, ein Bildatlas-Team und ein Anthologie-Team. Und ich würde Sie, die Beteiligten, jetzt bitten, wenn Sie sich kurz vorstellen, einmal kurz sagen, ob Sie zu einem dieser Teams vielleicht mehr gehören. Und damit übergebe ich an Sie für die Vorstellung. Ja, herzlichen Dank. Guten Abend auch von mir. Ich bin Isabel Dodezalek und fange jetzt mal an im Namen des Anthologie-Teams. Ich war nämlich an der Herausgabe der Anthologie beteiligt. Ich bin Kunsthistorikerin und spezialisiert auf die Kunst des Mittelalters und könnte jetzt natürlich viel über meine Forschungsinteressen erzählen, mache ich aber nicht. Ich habe nämlich ein Zitat mitgebracht aus der Anthologie, wie einige andere von uns auch ein Bildzitat oder so mitgebracht haben. Mein Zitat ist aus dem späten 19. Jahrhundert, gar nicht aus dem Mittelalter. Der Autor ist ein japanischer hoher Beamter und es ist einer von vielen Texten im Buch, die die europäische Perspektive auf Kunstraub ergänzen und durch Einblicke in andere Kulturkreise auch erweitern. Und ich finde extrem bemerkenswert an meinem Zitat, das werden Sie gleich sehen, wie sehr dieser Text durch absolut unverblümte Direktheit besticht. Also ich zitiere: Der Vorteil des Sammelns in der Kriegszeit besteht darin, dass man Meisterwerke zu einem außerordentlich günstigen Preis erhalten kann. Und damit gebe ich weiter an Benedikt Savoy. Vielen Dank, mein Name ist Benedikt Savoy. Ich bin so glücklich, heute unter allen hier zu sein. Ich bin Kunsthistorikerin an der Technischen Universität in Berlin. Und ich habe auch ein Zitat mitgebracht. Ich war beteiligt an der Anthologie und am Bildatlas. Und mein Zitat ist ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe, 1816. Das sind 4 Verse. Und wenn alles gut geht, kenne ich sie auch auswendig. Der Titel heißt Museen und die Verse gehen so: An Bildern schleppt ihr hin und her Verlorenes und Erworbenes und nach dem Senden kreuz und quer, was bleibt uns denn? Verdorbenes. Also Erworbenes reimt sich auf Verdorbenes. Das gehört zu den Texten, die wir in der Anthologie haben und ich freue mich sehr auf den Abend. Und ich gebe weiter an Robert Svirblis. Ja, herzlichen Dank auch von mir. Ich bin auch Mitherausgeber der Anthologie. Ich bin auch Kunsthistoriker und Historiker. Meine Schwerpunkte liegen vor allem im 18. und 19. Jahrhundert. Aber wenn ich jetzt um ein Zitat, wo ich eigentlich sehr verlegen bin, gebeten werde, da ist mir doch gleich unser guter alter Polybios eingefallen, also eines der ersten Texte auch im Band. Und der spricht nun als Grieche über die Untaten der Römer oder Taten zumindest, er sagt das ja auch sehr diplomatisch ganz am Anfang. Die Römer beschlossen, alle diese Dinge nach Rom zu transportieren und nichts zurückzulassen. Ob sie damit richtig und in ihrem eigenen Interesse gehandelt haben oder ob das Gegenteil der Fall ist, darüber wäre viel zu sagen. Das ist natürlich sehr durchschaubar, aber das soll es ja auch sein. Dass darüber sehr viel zu sagen ist, das beweisen, glaube ich, diese beiden Bände. Und deswegen freue auch ich mich sehr, dass wir gelingert haben, ein paar Details, also ein paar Schnipsel daraus vorzustellen. Und wenn ich noch einen Satz sagen darf, das sind ja auch Ergebnisse von Forschungsarbeit, die wir gemacht haben in mehreren Jahren. Und es ist die große Verlegenheit schon am Anfang gewesen, welche Bilder und welche Texte nehmen wir denn für dieses Buch oder besser gesagt für diese Bücher. Und es sind viele draußen geblieben, aber zum Glück auch trotzdem lesbar. Das ist eine kleine Fußnote, es gibt einen Blog, wo vieles auch zu lesen ist, noch viel mehr Texte und auch einige Bilder mehr zu sehen sind. Und insofern ist das hier ein teilweise schmerzliches Aussuchen gewesen, aber ein ebenso freudiges, denn das Ergebnis ist natürlich auch ein rundes, wie ich finde. Und damit habe ich jetzt wirklich genug geredet und gebe weiter an Luca Frepoli. Ja, hallo, vielen Dank. Genau, ich bin Luca Fredbulli. Ich habe das First Locations Projekt als studentische Hilfskraft begleitet und ich habe mich in diesem, also ich habe an der Anthologie mitgearbeitet eben unter anderem und habe mich damit Kulturgüterrecht beschäftigt, also mit Gesetzen, die irgendwie die Mobilität, die das Bewegen von Kulturgütern eben irgendwie in den Griff kriegen wollen. Und
Genau, und in dem Kontext habe ich auch gibt es auch einen Blog, auf den wir vielleicht später noch zu sprechen kommen. Als Zitat habe ich jetzt auch Polybios mitgebracht. Man sieht, wir sind ein Team. Es ist eine andere Stelle, da liest man, also er spricht über die Römer, über die Eroberung der Römer. Und wenn jene aber von Erfolg zu Erfolg schreiten und am Ende alles, was anderen gehört, bei sich gesammelt haben und dies die Beraubten herbeizieht und gewissermaßen zum Beschauen einlädt. Und dann geht's weiter. Und mich interessiert daran sehr diese Abstraktion, dass es hier geht um Griechen und Römer, aber hier geht es eben auch um abstrakte Kategorien, eben hier die Beraubten, die dann Objekten wieder begegnen, die auch eben militärisch transluziert wurden, wo Gewaltanwendung im Spiel war. Und dann fragt er sich, was bedeutet das denn, die Gebäude, diese Objekte anzugucken mit dieser Geschichte? Und wenn man dann tatsächlich ein Beraubter ist, der diesen wieder begegnet. Genau. Damit gebe ich weiter an das Bildatlas-Team. Und das ist Merten Lagertz. Genau. Danke, Luca. Schönen guten Abend auch von mir. 12 Seiten Zoom, so viel habe ich noch nie gesehen. Es ist schön, dass Sie so zahlreich zugeschaltet haben. Als Translocations 2017 losging, habe ich an der TU Berlin gerade mein Kunstgeschichtsstudium beendet und durfte anfangen, unsere Forschungsgruppe zu koordinieren. Irgendwann habe ich dann von meiner sehr lieben Kollegin Felicity Bodenstein die Arbeit an unseren Bildquellen in der Forschungsgruppe übernommen. Und so bin ich auch Mitherausgeber des Bildatlas geworden. Und jetzt versuche ich mal, das Experiment, Ihnen mein Lieblingsbild aus dem Bildatlas in die Kamera zu halten. Das ist, falls das jetzt nicht so gut klappt, das letzte Bild in unserem Atlas. Und das durfte ich selbst kommentieren und das habe ich ausgewählt, weil für mich dieses Bild stellvertretend für unser Projekt steht, weil es ist ein Bild, das einen Moment einfängt, aber es ist nicht ein Bild, sondern es ist 15 Bilder auf einmal. Also diesen Moment kann man nicht erzählen ohne 15 Bilder, wie in dieser Videoarbeit von Theo Eschetu zu gebrauchen. Und das fand ich ein schönes Zeichen für unsere Arbeit oder das, was wir mit den Büchern versucht haben. Und jetzt gebe ich weiter an meinen lieben Kollegen Simon Lindner. Dankeschön und guten Abend. Ich bin Simon Lindner und ich bin studentischer Mitarbeiter bei Translocations. Und ich bin zum Team damals dazugestoßen wegen meines Interesses an politischer Ikonografie. Und im Bildatlas war ich vor allem als Redakteur und als Autor beteiligt. Und ich probiere das jetzt auch mal mit dem Bild in die Kamera halten. Das hier ist die Rückkehr der Nofretete. Ich warte noch mal einen kleinen Moment, damit ihr eine große Aufnahme davon habt. Das ist die Rückkehr der Nofretete, denn 1930 wäre die Büste der Nofretete einmal fast restituiert worden aus Berlin nach Kairo. Und in diesem Moment zeichnet dieser deutsche Zeichner die Nofretete, er verlebendigt sie, und zwar im Berliner Schick der 1920er Jahre. Und so stolziert sie mit erhobenem Haupt durch das Kairoer Museum. Und damit übergebe ich an Philippa. Hallo, ja, ich bin die Letzte im Team des Bildatlases. Ich bin Philippa Sisses und bin Kunsthistorikerin, die sich auf Buchgeschichte, Manuskriptgeschichte und Manuskriptkulturen spezialisiert hat, vor allen Dingen zur Renaissance und zum Spätmittelalter. Aber gleichzeitig bin ich der TU und dem Translocations-Team sehr verbunden, schon bevor ich 2019 wieder dazugekommen bin, um quasi in der letzten Phase, nämlich dem fleißigen am Buch arbeiten und schreiben und die wunderbare Arbeit unserer 80 Autoren weiterbringen, damit sie in die Buchform gegossen werden kann, mitzukommen. Genau, ich habe euch auch ein kleines Bild mitgebracht, und zwar sprechen wir immer von Beute und vom Erbeuten, aber was wir gemacht haben und was wir vor allen Dingen auch mit berücksichtigen wollten, war die Abwesenheit von Objekten und von Dingen, weshalb ich hier ein Bild zeige, das ich fantastisch finde. Das ist von Gertrude Bell,
gemacht worden, 1914, und von unserem wunderbaren Historikerkollegen Sebastian Willert kommentiert worden im Buch. Es zeigt die Abwesenheit Mschattas an dem Ort, wo es abgebaut wurde. Das heißt, Gertrude Bell, die das Wüstenschloss dort schon einmal gesehen hatte, als es noch aufgebaut war, ist nochmal zurückgekehrt und hat es sozusagen, hat seine Abwesenheit dokumentiert. Und damit sind wir, glaube ich, durch mit der Vorstellung des Teams. Und ich kann hier nur noch mal sagen, dass also Sie jetzt nur den kleinsten Ausschnitt davon gesehen haben, weil wirklich die Autoren und Kommentatoren der Bände natürlich auch zum erweiterten Team dazugehören. Vielen Dank. Liebes Publikum, Sie haben jetzt natürlich aber schon wahnsinnig viel aus den Büchern gesehen und auch schon gehört. Ich habe übrigens auch Polybios noch mitgebracht, aber dazu später. Es scheint einer der Top-Autoren aus diesem Werk zu sein, wenn den alle so gerne erwähnen. Aber machen wir doch ein kurzes Gespräch erstmal zum Buch vorab. Frau Savoy, wir kennen Sie ja alle sehr gut aus der Debatte um Kolonialismus und Restitution. Wir kennen Sie als wichtige Stimme in dieser Debatte, als Verfasserin zusammen mit Felwin Sarr aus dem Senegal, eines Berichts zum Thema Beutekunst für den französischen Präsidenten. Wir kennen Sie als Nachdenkerin über die europäische Museumskultur und natürlich als prominente Kritikerin des Humboldt-Forums. Jetzt haben Sie mit Ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern aus dem Translocations-Projekt den Rahmen enorm erweitert nochmal und historisch aufgezogen. Können Sie kurz erzählen, wie es dazu kam, wie dieses Projekt begann? Ja, gute Frage. Ich glaube, das hat nie begonnen, sondern es war schon immer da. Und wir haben es nur auf dem Boden aufgelesen. Sie haben so eine Buchpräsentation in Form gebracht. Das heißt, anders erzählt, wir an der Technischen Universität in Berlin sind ein Team, das sich mit solchen Fragen zum Teil seit 20 Jahren befasst. Jeder für sich zunächst, wie Forscher so sind. Und wir hatten vor 4, 5 Jahren die Gelegenheit, all die Forschungen, die schon da waren, zum Kunsthandel, zum NS-Kunstraub, zu Reliquienraub, zu Rechtstexten, das alles gab es. Und wir haben es einfach gebündelt und hatten das starke Bedürfnis, in der aktuellen Diskussion daran zu erinnern, dass vieles schon vor uns gedacht worden ist und dass es irgendwie lohnend ist, das zu wissen, also wie Goethe, Schiller, Polybius, Cicero gedacht haben oder wie Mantegna und die Bildhauer aus Babylon und sonstige Künstler das dargestellt haben, dass es sich lohnt, das zu kennen, weil man dann eben nicht nochmal bei Null anfangen muss, also bei minus 2000 oder so, sondern möglicherweise die Diskussion mit neuen Argumenten vielleicht und mit neuer Frische gestalten könnte für die Zukunft. Also die ganze Arbeit begann mit der Sicherheit, dass unsere Zukunft in unserer Vergangenheit liegt und dass es sich lohnt, diese Vergangenheit zu kennen. Und sehen Sie auch eine Gefahr, dass die Ausweitung jetzt auf so viele Epochen und Zeiten diesen aktuellen Diskussionen um den Umgang mit der Kolonialzeit auch ein bisschen Aufmerksamkeit entziehen könnte, sie vielleicht sogar ein bisschen relativieren könnte? Also nach dem Motto Kunstraub gab es schon immer, da kann man nichts machen, das gehört zur Menschheitsgeschichte dazu? Also es ist ja gar kein Ziel, dass das Thema immer nur ein bestimmtes Thema präsent bleibt und dann schweigt man über alles andere, damit das eine präsent bleibt. Das wäre eine komische Haltung. Wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben ein großes Interesse daran, die Kenntnisse zu verdichten zu diesem Thema. Und ja, jeder Tropfen verdichtet oder jeder Faden verdichtet der Stoff, aus dem wir sind. Und ich sehe gar keine Gefahr, im Gegenteil. Wenn solche Handlungen eine anthropologische Konstante sein sollte, macht das trotzdem nicht unsere Verantwortung in unserer Zeit im 21. Jahrhundert geringer, dass wir dafür sorgen sollen, dass diese anthropologische Konstante in eine gute Bahn gelenkt wird. Also mache ich mir gar keine Sorgen. Okay. In der Einleitung zum Bildatlas schreiben Sie zusammen mit Merten Lagertz und Philippa Sissis, dass Sie nach Mustern suchen, also über Kulturgeschichten und über Kulturschichten und Zeiträume hinweg und dass Sie die Frage beschäftigt, wie sich der Verlust von Kulturobjekten und ihre Verlagerung an andere Orte auf das kollektive Gedächtnis von Gesellschaften auswirkt.
Können Sie dazu was sagen? Haben Sie Muster gefunden? Wie wirkt es sich aus auf das große kollektive Gedächtnis, was mir schwerfällt vorzustellen, weil mein eigenes Gedächtnis ist schon so umfangreich und verzwickt und vielseitig. Und ein kollektives Gedächtnis ist ja ein Riesenraum. Wie findet man da Muster und wie sehen Sie aus? Die Frage gebe ich gerne weiter an Merten Lagatz und Philippa Sissis. Ich gucke, wer das Mikro als erstes einschaltet. Ich habe schon zu viel geredet. Merten? Philippa? Machen. Oder ich kann es versuchen und Philippa ergänzt mich, weil eins von den Sachen, die wir da auf jeden Fall als Konstante, glaube ich, festgestellt haben, ist so ein Ding, da kannst du viel besser zu reden, zum Triumphen. Zum Triumphen. Ich kriege nicht mal das Wort richtig raus, zum Triumphieren in den Bildern. Aber was mich an unserer Sammlung und auch im Strukturieren des Bildatlas so fasziniert hat, ist, dass wir immer wieder ähnlichen, ja, wir können das Muster nennen, wir können das Formulare nennen, wir können das Strategien nennen, in den Bildern wiedergefunden haben, die einfach die Zeitschichten sprengen und von denen wir beim Sortieren auch erst gemerkt haben, wie tief die eigentlich in uns drinstecken und wo die immer wieder auftauchen. Das ist sowas wie das Retten zum Beispiel. Das Retten aus dunklen Höhlen und Bergwärtsschächten, aus undurchdringbaren Urwäldern oder auch, fällt mir noch ein anderes Beispiel ein, oder vielleicht machst du erstmal, Philippa, mit dem Triumphieren weiter. Ja. Gerne. Also was vielleicht auch anschließend an die vorige Frage des Relativierens. Ich meine, das, was wir beobachten, gerade in diesen Bildern, in dieser Sammlung, als auch in den Texten, ist ein permanentes Aushandeln. Also wir relativieren nicht, dass es Kunstraub und Kulturraub schon immer gab, sondern wir zeigen, dass das schon immer eine Frage des Aushandelns war. Wer darf eigentlich was nehmen? Was mache ich damit? Wer leidet eigentlich darunter? Das heißt, viel weniger als die Brisanz dieses Themas in Frage zu stellen, zeigen wir, dass es schon immer Leute ergriffen hat und dass man schon immer Lösungen dafür suchen musste. Und gerade bei den Bildern, also es ist ja nicht umsonst ein Bildatlas, geht es darum, hinter die in diesen Bildern inszenierten Diskurse zu gucken, also zu schauen, was machen die mit diesen Bildern eigentlich? Wir gucken nicht die Bilder an als Dokumente von etwas, sondern als wir wollen dahinter schauen und verstehen, was hier eigentlich gezeigt wird. Und dabei wird eben ganz deutlich, dass diese Inszenierung, also dass es wirklich Aufbauten sind, wenn der Kunst- und Kulturobjektverkäufer in London sich wie ein erfolgreicher Jäger vor die dekorierten Elefantenzähne stellt, dann ist das eben eine Triumphhaltung, die man genauso im kulturellen Bereich sieht, der Siegende seinen Fuß auf den Kopf des Besiegten stellt. Also das sind Heroenposen. Wir sehen ganz deutlich in unseren Bildern, dass der Triumphzug, also das Erfolgreiche etwas von wo wegnehmen und es auch wieder erfolgreich irgendwo mit hinbringen, etwas ist, was sich durch die Geschichte durchzieht als Motiv. Und auch übersetzt wird, also anders benutzt wird. Dieses irgendwo triumphal einziehend funktioniert nicht nur dafür, dass man zeigt, wie erfolgreich man was geraubt hat, eben in der Antike, wo das ja wirklich ein absolutes Muster war, auch bei Napoleon noch in seinen Triumphzügen, sondern wir sehen es bis in die Neuzeit, bis in die Aktualität rein, wo es heutzutage eben um triumphale Rückgaben geht und man im Endeffekt dieses, wir haben es jetzt zurück, erobert im Endeffekt, also genauso feiert und genauso inszeniert und damit eben dieselben Bilder prägt oder ähnliche Bilder in einem neuen Kostüm. Und dadurch wird die Brisanz dieser Szenen, aber eben wirklich auch, und das liegt uns ganz stark am Herzen, glaube ich, in allen diesen Texten, das Verstehen, dass es alles komplex ist. Es ist komplex, es ist nicht so einfach. Wir dürfen nicht damit stoppen, die Nachrichtenzeitung nur, also die Nachricht in der Zeitung als solche zu lesen, sondern müssen verstehen, was das drumherum bedeutet und was diese Bilder meinen. Aber wir können uns schon mal merken, ein paar Muster sind retten, triumphieren, etwas erfolgreich woanders hinbringen.
schauen wir doch auch noch mal in den Beginn der Anthologie. Die haben Robert Skwirbles, Isabel Dolezalek und Benedikt Savoy verfasst. Und sie schreiben darin, ich zitiere mal einen Satz, neben Landschaften, Monumenten und mündlich überlieferten Geschichten verbinden uns auch Texte und schriftlich fixierte Worte mit den Gedanken und Empfindungen vorausgegangener Generationen. Können Sie uns ein bisschen erzählen, wie Sie bei der Suche nach den Texten dieser Anthologie vorgegangen sind? Wie sah Ihre Arbeit aus? Ja klar, gerne. Robert Skwirbles hat das schon angedeutet in der Vorstellungsrunde. Wir haben Unmengen von Texten gesammelt und viele davon auch tatsächlich auf einem Blog veröffentlicht und dann ausgesiebt für die Anthologie. Und wir haben wirklich überall geschaut. Sie haben ja gemerkt in der Vorstellungsrunde, wir alle haben unterschiedliche Schwerpunkte in der Kunstgeschichte. Also ich habe naturgemäß eher in Richtung Mittelalter, frühe Neuzeit geschaut, Robert Skwirbles im 18. Jahrhundert und auch bis in die Moderne hinein. Und so haben wir versucht, aus vielen, vielen verschiedenen Puzzlestücken auch in verschiedene Gattungen hineinzulesen von Texten. Also in der Anthologie gibt es nicht nur das, was wir schon gehört haben. Es gibt Gedichte, literarische Texte, Plädoyers, es gibt politische Streitschriften, es gibt aber auch Rechtstexte zum Beispiel. Also wir haben ganz, ganz vielschichtig eigentlich gesammelt und haben probiert, da eine Bestenauslese zu treffen, die möglichst viele die es zulässt, möglichst viele Fäden zu ziehen, so Querverweise zu denken zwischen den verschiedenen Texten und Perioden, die wir, Epochen, die wir behandelt haben. Und die Autorinnen und Autoren, wer sind die? Sie haben schon gesagt, es ist eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Leuten. Auch im Bildatlas gibt es natürlich sehr viele verschiedene Autorinnen und Autoren, die die Bilder kommentieren. Können Sie ein bisschen sagen, aus was für Bereichen die kommen? Ja, natürlich. Das ist ja auch sehr wichtig und essentiell. Denn das gehört auch zur Suche der Bilder und der Texte. Denn das sind auch beides Seminare gewesen, die wir im Lauf der Projekte veranstaltet haben, also Seminare mit Studierenden. Zum Teil haben wir schon erste Funde ihnen gezeigt und mit ihnen zusammen sie analysiert, besprochen und dann auch weitergesucht. Und sowohl im Bildatlas als auch im Textband haben wir auch darauf geachtet, dass wir eine Mischung haben, sagen wir mal, auch der Stimmen. Also es gibt Studierende, die Texte geschrieben haben und es gibt auch klassische Experten. Wir haben auch zum Beispiel für einen vorderasiatischen Altertumswissenschaftler für einen entsprechenden Text gehabt. Wir haben auch in allen anderen Epochen und auch wissenschaftlichen Disziplinen sozusagen Gäste eingeladen, für uns zu schreiben oder mit uns zu schreiben, besser gesagt. Denn das Ganze war ja auch in der Erarbeitung dann der fertigen Beiträge auch immer eine Kollektivarbeit. Aber das ist, denke ich, auch wichtig zu betonen, dass es ein mehr hierarchisches Projekt ist, oder besser gesagt, es gibt eigentlich keine Hierarchien in dem Sinn. Und bei den Bildern und bei den Texten, wenn ich das vielleicht noch kurz anmerken darf, wenn wir ausgesiebt haben, dann haben wir ja nicht wirklich Best-ofs gemacht. Was heißt, die anderen wären das jetzt nicht wert gewesen. Wir haben es versucht, zumindest eine Art Kaleidoskop herzustellen, was eben die Multiperspektivität auch zeigt. Das heißt, nicht nur zu schreiben, wer klagt darüber, dass etwas verloren gegangen ist, wer brüstet sich, dass er etwas oder sie etwas bekommen, geholt, sich angeeignet haben, sondern dass es Überschneidungen auch gibt, das Komplexe auch. Allein zum Beispiel zum Ersten Weltkrieg haben wir drei Texte, einen französischen, einen deutschen oder deutsch-österreichischen und einen italienischen. Und Isolde müsste jetzt das Screensharing wieder beenden, genau. Und bei den Bildern ist es auch ganz ähnlich. Und das, was da, finde ich, und das ist das, was auch ganz am Anfang schon unsere Lektorin gesagt hat, man merkt auf einmal immer wieder oder immer mehr Querverweise, die auch dann ja sich erst bilden. Wenn man quer durch die Zeiten, durch die Bilder schaut, auf einmal scheint einem ein Obelisk, der im 19. Jahrhundert transportiert worden ist, irgendwie etwas zu tun zu haben mit etwas, was wir eigentlich aus einem völlig anderen Kontext, zum Beispiel im 20. Jahrhundert, kennen, wo es auch ganz andere Medien gab. Und oft auch bei den Texten ist es ganz ähnlich, bis in die Formulierungen hinein scheinen sich Dinge zu wiederholen, ohne dass es jetzt klar wäre, ob die Leute sich gegenseitig gelesen hätten.
Und ich glaube, das ist auch das Faszinierende an diesen Bänden. Mhm. Ganz kurz was ergänzen. Jenny, Entschuldigung, weil das gerne. Wort unsere Lektorin fiel. Ich musste schmunzeln. Also unsere Lektorin Magdalena Schreffel, muss man sagen, hat einen ganz großen Beitrag und überhaupt der Verlag Matthes und Seitz zu diesen Büchern. Und das muss man auch sagen, wenn man über die Werkstatt spricht. Wir haben zwar Seminare gehabt, wir haben gemeinsam gebrainstormt, wir haben gesucht etc., aber das Entscheidende, also das, was unsere Forschung zu diesen Büchern gemacht hat, das ist das der gestalterische Willen von Magdalena Schreffel, die Texte so lange durchgeknetet hat, dass keine Wörter mehr fallen, die uns die Ohren bluten lassen, wie Multiperspektivität oder Paradigmenwechsel etc. Die sind alle mehr oder weniger weg. Einerseits und andererseits, was die Gestaltung angeht, hatten wir das riesige Glück jetzt fallen mir die Namen nicht ein. Ich bitte um, also die Nachnamen, mit Judith Schalansky und Pauline Altmann, die besten Buchmacherin ever, zu arbeiten, die auch uns eben in eine Form gepresst haben. Denn ansonsten wäre alles nicht so knackig geworden. Und deswegen bedanken wir uns auch sehr, 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 dass der Verlag mit in die Werkstatt gekommen ist und nicht etwas Fertiges von uns erhalten hat. Das war ein großes Geschenk. Also das kann ich bestätigen. Ich finde, die Bücher sind extrem lesbar, auch gerade in ihrer Kürze. Die Texte sind ja nicht sehr langatmig, sondern die sind sehr auf den Punkt und präzise, was es einem auch leicht macht, die Vielzahl der Informationen und verschiedenen Bereiche irgendwie aufnehmen zu können. Letzte Frage an Sie, Benedikt Savoir, bevor wir in die Beispiele vielleicht reingehen. Sie sind haben ja die Gesamtleitung über dieses große und umfangreiche Projekt. Kommen Sie eigentlich noch selbst zum Forschen? Gibt es ein Thema in den Büchern, das Ihr Leib- und Magenthema ist, an dem Sie wissenschaftlich im Detail dran sind zurzeit? Ja, das Wort geleitet oder leiten stimmt in dem Fall überhaupt nicht zu. Also ich war auf dem Floß, wir waren alle auf dem Floß und wir haben uns alle vom Fluss der Arbeit leiten lassen. Das ist sehr wichtig. Und ich würde in diesem Fall sogar sagen, dass das ganze Team mich geschleppt hat, so zum Teil so rum. Ja, klar, es gibt immer Momente, also es gibt viele. Also es gibt in jedem Bild und in jeder Zeile ein Thema, was einen fuchst. Und so ist das in diesen Büchern. Das betrifft mich, aber ich bin ziemlich sicher, dass alle Leserinnen und Leser und Autorinnen und Autoren, und ich sehe in unseren Kacheln hier auch viele der studentischen Autorinnen und Autoren, dass viele noch hier und da weiter geforscht haben oder weiter gefuchst sind von diesen Fragen, denn es lässt einen natürlich überhaupt nicht los. Okay, dann schauen wir doch jetzt mal rein in den Bildatlas. Und das erste Bild, das wir sehen, ist eine Vase aus napoleonischer Zeit. Die müsste jetzt gleich zu Ihnen kommen. Genau, da ist sie. Also wir sehen eine vergoldete Vase aus dem Jahr 1813, die im richtigen Leben 1,20 Meter hoch ist. Sie ist nicht Teil des großen französischen Kunstraubs in Italien, der dort 1796 stattfand, sondern sie wurde von Napoleon in Auftrag gegeben und dann in Frankreich hergestellt. Sie ist aber trotzdem unglaublich interessant, um die Geschichte des Kunstraubs zu erzählen. Und Philippa Sissis, Sie wissen Bescheid über diese Vase. Die wurde bemalt von Antoine Béranger. Können Sie uns erzählen, was sie zeigt und vielleicht auch, was die Motive erzählen? Ja, auf jeden Fall. Und zwar ist es, also erstmal haben wir dieses Beispiel ausgewählt, weil es wunderbar ist, hier mal zu zeigen, dass eben diese Aushandlung von solchen Themen des Kunstraubs und so weiter natürlich weit über das zweidimensionale Bild hinausgeht. Wir haben in der Sammlung Reliefs, wir haben Münzen, aber wir haben eben auch diese fantastische Vase. Und wenn Sie sich das vorstellen können, wir sehen also jetzt hier die Ansicht von vorne, beziehungsweise die eine Ansicht, wo wir sofort den Laokoon erkennen, also ein Objekt, was hier
transportiert wird auf einem kleinen Wagen, von Pferden gezogen und Husaren begleitet. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn man um die Vase herumgeht, dieser Triumphzug sich also fortsetzt. Das heißt, nicht nur wird der gezeigt von Béranger hier in wirklich sehr detaillierter und sehr feiner Malerei. Sie sehen auch Manuskripte vielleicht dahin, diese erkennen Sie nicht, aber hinter dem Laocoon sind auf dem Wagen auf einer Trage Manuskripte. Man sieht einen Teppich, der herunter hängt, und auf der Rückseite zieht sich eben dieser Triumphzug fort, und man schreitet im Endeffekt, wenn man sich die Vase anschaut, mit diesem Rundrum im Triumphzug mit. Das heißt, mit dem Mittel der Vase hat Napoleon bzw. Béranger, der Künstler, hier ein Objekt geschaffen, was einerseits den Betrachter dazu zwingt, den Triumph nochmal nachzuvollziehen. Andererseits ist es von den Bildanspielungen, also es handelt sich um eine Vase, die nach etruskischem Vorbild gemacht wurde. Das heißt, wir haben hier ein antikes Motiv, sowohl in der Form als auch in diesen kleinen Medaillons oben, die antike Profile nachahmen. Die zeigen, wie sehr Napoleon diesen Triumph, seinen eigenen Triumph von 1798, in dem er sich als Förderer und Beschützer, weil er hat ja diese Objekte aus Rom gerettet und in den Staat der Freiheit nach Paris gebracht. Genau, gerettet. Das heißt, wir finden genau dieses Motiv hier wieder, dass man etwas mitnehmen musste, um es zu retten. Und sehen, wie er sich darin aber auch gleichzeitig eben wirklich als antiker Triumphator repräsentiert durch die Form und ja, durch die Form dieser Vase. Gleichzeitig können wir beobachten, dass er das nicht ganz wunderbar geschafft hat, denn schon bevor diese Vase fertiggestellt wurde, war seine Herrschaft vorbei und er musste seine Objekte zurückgeben, weshalb sie im Endeffekt umgemünzt wurde und man jetzt nicht mehr auf der Rückseite, die wir jetzt nicht gesehen haben, den Einzug der Objekte ins Musée Napoléon, sondern ins Musée des Volkes beobachten konnte und damit diese Vase also weiterhin Relevanz erhalten hat und nicht zerstört wurde, sondern für uns bis heute anzusehen ist. Und wichtig an dem Bild ist auch, dass dieser Triumphzug, den man auf der Vase sieht, dass der auch in ein Museum reinführt, ne? Also das, genau. Am Ende der Vase ist es als großer Ort des Ankommens das Museum schon gezeigt. Ganz genau. Kann man sagen, wie gesagt, Entschuldigung. Nicht nee. Musée Napoléon, also er wollte sich mit dem Musée Napoléon feiern, aber bis heute können wir eben gültig haben, dass es jetzt das bürgerliche Museum war, was im Louvre dann das erste Mal öffentlichkeitszugänglich gemacht wurde. Kann man sagen, dass diese Vase die Geburt des Europäischen Museums zeigt? Oder ist das ein bisschen zu viel? Des öffentlichen Museums, würde ich sagen, denn diese frühe Eröffnung des Musée im Louvre war wirklich die Geburtsstunde eines öffentlichen Museums, natürlich nicht des Museums an sich, weil fürstliche Sammlungen, königliche Sammlungen etc. Schon existiert haben. Ich verlaufe mich und ich übergebe an Benedikt, die das viel besser erklären kann. Nee, überhaupt nicht. Ich bewege mich nur vor Freude. Nein, also es geht auf alle Fälle in diese Richtung, die Geburt des öffentlichen Museums, denn genau mit der Rückgabe der Objekte aus Paris in die ganzen Städte, wo sie geraubt worden waren, ist die Stunde, an der die Objekte von fürstlichen und königlichen Sammlungen in öffentliche Sammlungen übergeben werden. Sie kommen nun nicht in den Besitz des Königs, des Herrschers zurück, sondern gehen dann in den Besitz des öffentlichen Museums über. Und damit dokumentiert es schon diesen Punkt, obwohl das sicher von Napoleon nicht so vorhergesehen wurde. Mhm. Bleiben wir mal in der Zeit. Frage an Robert Quirblis vielleicht an der Stelle. Also die Französische Revolution, die war ja gerade erst ein paar Jahre vorbei. Und seither hat sich Frankreich eigentlich als Land der Freiheit betrachtet und hat dieses Freiheitsdenken eben auch gleich mal dahin erweitert zu sagen, dass man auch Kunst von anderswo in dieses schöne neue Land der Freiheit bringen solle, weil Kunst nämlich auch ein Produkt der Freiheit sei. Das ist ja eigentlich ein bisschen unappetitlich auch, oder? Also, dass jetzt ausgerechnet im Namen der Freiheit andere ausgeraubt werden? Nun ja, das wurde durchaus anders auch verlautbart und ziemlich geschickt in Szene gesetzt, kann man sagen. Also wir haben auch bei den Texten eigentlich das, was diesen sehr
prächtigen, prunkvollen, eben kaiserlichen Triumphzug, den wir eben auf der Vase gesehen haben, vorausgegangen ist, nämlich einen sehr engagierten Soldaten der französischen Revolutionsarmee, der 1794 ins Parlament stürmt und sehr stolz verkündet, dass eben Flandern befreit sei und dass man auch die Kunstwerke befreit hätte. Die hätten jetzt, sie wären eben von ihren Ketten befreit, die sie in den Tyrannenhänden gehalten hätten, und sie wären nicht mehr tote Schätze in irgendwelchen Fürstenkammern, sondern sie werden jetzt in das Land der Freiheit kommen, also nach Paris, ins Museum, und allen zur Verfügung stehen und damit auch erst wirklich leben. Und das ist eben eine Propaganda, die auch in einer gewissen Weise so gut funktioniert hat, dass selbst diejenigen, denen es weggenommen wurde, also nicht nur in den Niederlanden, sondern auch in verschiedenen deutschen Staaten, in Italien natürlich auch, als sie dann nach Napoleons Sturz zurückbekommen haben, ja, es fast genauso gemacht haben, nur umgekehrt. Also es gibt auch ein großes, der Laokoon, den wir eben gesehen haben, den gibt es auch auf einem Propagandabild aus Italien, vom Papst, der diese Dinge wieder zurück entgegennimmt und sie wieder ins Museum bringt. Also es gab ja schon das die Vatikanische Museum vorher, aber sie hatten doch jetzt einen neuen Flügel bekommen. Also es gab noch eine Erweiterung, es gab in ganz Europa immer mehr Museen, die also diese Kunstwerke dann auch wirklich ausgestellt haben. Und es ist eine Verschränkung, kann man sagen, eine Reaktion und eine Gegenreaktion, die sich hier zeigt, dass selbstverständlich der Raub ganz offen nicht gutiert wurde. Also es gab natürlich in der antinapoleonischen Propaganda immer wieder die Räuberhöhle des Louvre. Nur die Diplomaten, die dann nach 1814, 15 in Paris waren, und nicht nur die Diplomaten, sondern viele Besucher, denen hat der Mund offen gestanden, als sie die ganzen Kunstwerke tatsächlich gesehen haben. Und sie meinten eigentlich, das wollen wir auch. Und man hat es dann mit den eigenen oder wieder eigenen Werken dann auch gemacht und sich auch da nicht darauf beschränkt. Und dann geht es schon los, dass es interessant wird, dass zum Beispiel in Berlin hunderte italienische Renaissance-Gemälde angeschafft wurden, dass in London die Parthenon-Friese auftauchten. Und das kann man auch in vielen anderen Ländern auch weiter spinnen. Und sich natürlich dann immer wieder die Frage stellte, wie kann man etwas gelangen, ohne dass man es unbedingt raubt. Denn der Raub ist tatsächlich etwas, was auch durch die Jahrhunderte und Jahrtausende weg sehr zwiespältig gesehen wird. Einmal als ruhmreiches Zeichen eines gerechten Kampfes, aber auch eben als schwerer Makel, so wie wir es bei Polybios gehört haben. Und so taucht es auch immer wieder auf bis heute. Aber es war schon schlauer, wenn nicht brillanter Schachzug von Napoleon, in diesem Moment dem eigenen Volk diese Eroberungszüge als Geschenk der Kunst zu verkaufen, oder? Das kann man so sagen, oder? Also Benedikt Savoy ist da nun wirklich genau die Expertin, deswegen will ich ihr wenigstens ein Wort dazu abnötigen. Nein, es war sehr schlau. Überhaupt diese ganze Rhetorik bis heute ist immer sehr, sehr schlau. Und je mehr man die rhetorischen Werkzeuge der Vorfahren kennt, desto mehr erkennt man die auch von heute. Wenn es um 1800 hieß, Kunst ist ein Produkt der Freiheit und muss ins Land der Freiheit zurückgeholt werden, dann ist das eine Legitimierung des Raubes, die richtig gut ankommt. Wenn es heute oder im 19. 20. Jahrhundert hieß, Objekte sind für die Wissenschaft da, deswegen holen wir sie uns in die Städte der Wissenschaft, wo es Akademien, Universitäten, wissenschaftliche Museen gibt, denn nur wir können das wissenschaftlich erarbeiten, dann ist es auch klug. Aber es sind rhetorische Hüllen, um zum Teil gewaltsame oder wenigstens symbolisch gewaltsame Handlungen. Und ja, der Einfallsreichtum derjenigen, die sich so etwas aneignen, ist, und der sprachliche Reichtum ist groß und beeindruckend. Wir können noch lernen. Mhm. Machen wir mal an der Stelle einen Sprung in die Anthologie und zu jenem Polybios, von dem wir schon so viel gehört haben, und auch damit zu den Besiegten in einem solchen Raubzug. Falls Sie Polybios nicht kennen, was ich zum Beispiel nicht tat, kennen Sie aber vielleicht trotzdem einen seiner Schüler, nämlich Scipio, der Karthago erobert hat. Also manche, die Lateinunterricht genossen haben, kennen die Geschichte ganz gut.
Und das Interessante ist, dass dieser Polybios, also wir sind jetzt in der Zeit 150 vor Christus, also ein Zeitzeuge des römischen Kunstraubs in Griechenland war, zum Beispiel auch der Stadt Syrakus, die damals griechisch war, und dass er aber eben selbst auch als Person ein Geraubter war, weil er eben aus Griechenland kam und dann in Rom oder im Römischen Reich Hauslehrer wurde. Und ich zitiere mal kurz eine Stelle aus einem Text, wo er über das Anschauen geraubter Kunst sagt: Der Beschauer, also der Kunst, preist niemals die Besitzer fremden Eigentums in gleichem Maße glücklich, wie ihn außerdem Neid, zugleich auch Mitleid erfasst mit den ursprünglichen Eigentümern, die es nun verloren haben. Herr Frepoli, Sie haben diesen Text von Polybios in der Anthologie kommentiert. Und ist der nicht eigentlich ein sehr frühes Zeugnis dafür, dass es wirklich schon sehr, sehr lange in der Menschheitsgeschichte ein Bewusstsein dafür gibt, was die Mitnahme von Kulturerbe für diejenigen tatsächlich bedeutet, die diese Kunst eigentlich mal erschaffen haben und denen sie auch gehört? Ja, genau. Das ist das Erstaunliche an dieser Stelle. Sie haben es ja auch gerade erklärt, dass er eben in dieser Doppelrolle war, dieser doppelte Zeitzeuge war, weil er eben gebürtig in Griechenland seine Heimatstadt eben unter römische Vorherrschaft gelangte und er dann auch eben versklavt wurde, letztlich aber als Hauslehrer eben bei dieser sehr angesehenen Familie unterkam in Rom und dort eben auch sein Werk schreiben konnte, sein Geschichtswerk, aus dem diese Passage hier stammt. Und da hat er sich eben so den Aufstieg Roms hat er geschildert, also die Expansion Roms und auch die Rolle, die eben der Kunstraub in dieser Expansion spielt, auf die geht er dann ein. Und er fragt sich so ein bisschen, nützt das den Römern, was hier geschehen ist? Ist das in ihrem Interesse? Also der Text ist auch adressiert an eben zukünftige Politiker, dass die auch also gut handeln. Und dann kommt er eben auf diese Emotionen zu sprechen. Und Sie haben diese eine Stelle zitiert. Das ist erstaunlich, dass er da auch feststellt, dass quasi dritte, unbeteiligte Betrachter sind das jetzt, also Mitleid fühlen, wenn sie eben in dem Bewusstsein diese Werke angucken, dass die jemand verloren hat, dass dann sofort Mitleid kommt. Und er hat dann noch ein zweites Szenario, das dann sehr persönlich wird, wo er dann nämlich quasi in die Köpfe von den Beraubten geht und sagt, dass es bei denen eben Neid gibt, dann erzeugen diese angesehenen Objekte dann Trauer und das schlägt dann sogar in Zorn und Hass um. Und deswegen sein Schluss, kann das eigentlich im Interesse der Römer sein, solche starken Emotionen gegen sich aufzubringen. Genau, und das ist also in dieser emotionalen Bandbreite ein toller Text. Es gab wohl mal eine Rechtfertigungsstelle der Römer, also wie die das vertreten haben, was sie dort tun, die ist leider nicht überliefert an dieser Stelle. Deswegen haben wir jetzt quasi nur die Kritik an diesem Handeln, die aber mehr erstaunlich aktuell ist. Aber die Frage mit dem Schmerz und dem Mitleid, die kennen wir auch von heute aus den Debatten und ist ja auch heute noch sehr wichtig. Gehen wir mal weiter an der Stelle vielleicht in eine ganz andere Zeit und zum nächsten Kunstobjekt, was wir jetzt sehen. Und zwar ist das eine Briefmarke, die ist aus der DDR und darauf ist der Pergamon-Altar, den wir ja schon fast als unser eigenes Kunstwerk empfinden. Simon Lindner, Sie kennen sich mit dem Pergamon-Altar aus, einem der großen Kunstschätze Berlins. Und wir reden ja immer über Kunst als Schatz. Können Sie sagen, was der eigentlich wert ist, dieser Pergamon-Altar? Nein, das kann ich nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass der mal geschätzt wurde 1945 von den Russen auf 7,5 Millionen, als sie so ein bisschen geguckt haben, was es an Kunstschätze gibt in Berlin, die man vielleicht mitnehmen könnte. Aber die gibt es nicht, gibt's nicht mehr. Die Zahl, ist der unbezahlbar, oder? Also mit dem Preis, das ist wirklich sprechend für meine Auseinandersetzung mit den Bildern, habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Ich bin baff, wie viel Knete sozusagen dahinter steckt. Ist er unbezahlbar? Nun,
Ich kann vielleicht was dazu sagen, dass er eine Menge ausgelöst hat im Bildgedächtnis unseres, nicht nur unseres Bildatlases, weil in unserem Bildatlas haben wir nur einige wenige Bilder, die den Pergamonaltar zeigen, sondern eben auch darüber hinaus. Wir haben im Bildatlas insgesamt 3 und der Pergamonaltar macht sozusagen ein paar Stationen, die wir nachverfolgen. Im Bildatlas, der ist ja sowieso so aufgebaut in Stationen vom Nehmen zum Aneignen, zum Tauschen, zum Fehlen, zum Protestieren und Zurückfordern und dem Wiederankommen nach der Rückgabe. Also wir haben einige Stationen identifiziert und die ganzen Bilder danach ausgerichtet. Und der Pergamonaltar ist jetzt einer, der an mehreren Stellen in dieser Erzählung sichtbar wird. Und diese Briefmarke ist eine von 2 Stellen, wo er angeeignet wird. Der Pergamonaltar wird nämlich 2-mal angeeignet. Einmal, als er vom Grabungsort in der heutigen Türkei nach Berlin kommt und dann, nachdem er im Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion geraubt wurde und wieder von der Sowjetunion an die DDR zurückgegeben wurde, wird er ein 2. Mal angeeignet. Wie sich diese Wiederaneignungen auf den Wert ausprägen, das wäre mal eine spannende Frage, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe. Wann wurde er zurückgegeben an die DDR? In welchem Jahrzehnt sind wir da? Das ist in den 1950er Jahren und zwar ungefähr 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Also 1945 wird eine ganze Menge an Kunstobjekten aus Deutschland als Kompensation, so wird es von den Trophäenbrigaden aus Russland bezeichnet, als Kompensation für den NS-Kunstraub nach Moskau unter anderem gebracht, in vielen, vielen Zugladungen. Und dann gibt es eine Zeit, wo niemand mehr darüber spricht, für 10 Jahre, und dann denkt sich die Sowjetunion, dass sie diese Kunst benutzen kann, um neue, diese sozialistische Brüderfreundschaft, Staatenfreundschaft zu symbolisieren. Und mit den Rückgaben dieser damals geraubten Objekte kann man ja so eine Fürsorge auch inszenieren. Und genau das passiert in den 50er Jahren auch mit dieser Briefmarke. Der Pergamonaltar, genauer die Friese vom Pergamonaltar, gehören zu dieser damaligen Beutekunst. Also so wurde die DDR groß mit dem Pergamonaltar. Ja, jetzt wissen wir das mal ein bisschen genauer. Benedikt Szabor, Sie haben eben das so schön erklärt mit dem Freiheitsnarrativ, was es eben in dieser Beutekunst gibt. Und hier, Herr Linde hat es gerade gesagt, kommen wir jetzt zu diesem nächsten großen Narrativ, dem Rettungsnarrativ. Und im Buch, in Ihren Büchern steht auch, dass die Rote Armee sich durchaus so auch inszeniert hat, also dass sie zu Kriegsende deutsche Kunstschätze gerettet hat. Also diese Rettungserzählung, Sie haben das alle jetzt schon mehrfach erwähnt, die scheinen ja sehr gut zu gehen, die ganze Geschichte über, aber können Sie sagen, wo die eigentlich herkommen? Also haben die irgendeinen Ursprung? Hat das irgendjemand mal zuerst gesagt oder hat das irgendwann mal zuerst Sinn gemacht, das zu behaupten? Ja, super Frage. Ich schaue schon in die Runde. Philippa meldet sich. Also die Frage ist richtig gut. Ich weiß nicht, wann das erste Mal das Motiv auftaucht, aber ich bin sicher, dass meine Kolleginnen und Kollegen Spuren haben und dann gucken wir, wer am frühesten landet. Genau. Polybios hat das nicht, oder? Luca, bei Polybios gibt es das nicht. Dann hätten wir Cicero auch nicht. Ich würde vielleicht. Also, Isabel ist mit dem Mittelpunkt genau. Ganz, ganz, ganz eifrig und möchte gerne was loswerden. Mit dem Mittelalter eigentlich noch früher. Eigentlich rettet schon Assurbanipal eine geraubte Göttin. Das ist 600 vor Christus. Da ist es in unserer Anthologie eigentlich schon vorhanden, das Rettungsnarrativ in einem Keilschrifttext. Und dann im Mittelalter natürlich, wie Robert sagt,
Reliquien werden nicht einfach nur geklaut, die werden gerettet, weil sie sonst vielleicht in die falschen Hände fallen könnten. Also das ist uralt, dieses Rettungsnarrativ, taucht immer wieder auf. Im 18. Jahrhundert kommt es dann ganz stark. Isabel, Assurbanipal rettet sie, weil sie entführt worden ist, die Statue. Er rettet sie nicht, weil sie zerstört worden wäre. Und bei unserem sonstigen Rettungsnarrativ geht es darum, dass man angeblich etwas vor der Zerstörung vor Ort durch die eigentlichen Eigentümer rettet. Also richtig, aber los geht es im 18. Jahrhundert vor allem. Also wir haben, ich glaube auch die Autorin sogar auch hier schon, einen französischen Reisenden in Ägypten, der unter anderem als Argument dafür anfügt, auch einen besonders schönen Obelisken auch zu des Königs Ehren nach Frankreich zu bringen, dass er doch bei den Barbaren dort früher oder später kaputt gehen würde. Und wenn wir auch in Mitte des 18. Jahrhunderts nach Mittelitalien schauen, ist eines der Argumente, warum man eben Kulturgutschutz, die ersten Schutzgesetze dann auch erlässt, und da weiß Luca auch sehr gut Bescheid, dass man eben auch den Schutz dieser Dinge, also die Bewahrung besser gesagt, auch immer mehr in den Mittelpunkt rückt. Und dann wird es Anfang des 19. Jahrhunderts dann besonders gut nachvollziehbar. Auch natürlich mit den Parthenonfriesen, das ist so das klassische Beispiel, denke ich. Genau, dazu, das ist sehr gut, dass Sie das sagen. Dazu wollte ich Sie nämlich als Nächstes sowieso befragen zu den berühmten Elgin Marbles im British Museum. Denn da gibt es wirklich auch eine große Rettungsgeschichte und auch einen tollen Text in der Anthologie zu, nämlich eine Zeugenbefragung von 1816 im britischen Unterhaus. Das ist die Befragung eines schottischen Grafen von George Hamilton Gordon, Earl of Aberdeen. Und können Sie uns, Herr Skirpis, mal kurz was von den Umständen dieser Befragung erzählen, warum die eigentlich stattfand? Ja, das liest sich auch wirklich fast wie ein Film. Es ist eine Befragung im Londoner Parlament, also besser gesagt im Parlamentsausschuss, der mehrere Zeugen und Beteiligte befragt, die damit zu tun hatten, dass Anfang des 19. Jahrhunderts, also ich glaube so um 1807/8 war das, der Lord Elgin als ein britischer Diplomat in Athen unter anderem dafür gesorgt hat, dass eben die Friese vom Parthenon herabgenommen, ausgeschnitten wurden und nach London gebracht wurden. Und das wäre sehr verwickelt, das alles im Einzelnen zu erklären. Aber das Entscheidende, warum eben diese Untersuchung stattfindet, ist, ob es sich lohnt und ob es richtig wäre, diese Marmorteile, diese Friese und auch Skulpturen gehörten dazu, von Staats wegen anzukaufen, also für den Staat zu kaufen, also als Investition. Und dazu gehörte unter anderem auch die Frage schon damals, sind die denn überhaupt rechtmäßig erworben? Denn man wollte natürlich keine Hehlerware und kein Raubgut kaufen. Und deswegen ist auch das in diesem Interview mit Aberdeen, der im Übrigen selbst am liebsten diese Reliefs gerne sich besorgt hätte, er ist ein paar Monate zu spät gekommen nach Elgin. Er stand so ähnlich wie davor, wie auf dem Foto, was wir von Shutter gesehen haben. Aber er war sehr dafür, die zu kaufen von Staats wegen. Er hat sogar den Preis vorgeschlagen, weil wir vorhin auch bei Preisen waren. Es war übrigens genau der Preis, der dann auch bezahlt wurde. Und auch hier gehörte zu dieser Auskunft, die er gegeben hat. Er war selbst vor Ort. Es ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Es gab eine ganz offizielle Genehmigung. Und es gab auch keinerlei Widerstand, auch vor Ort hätten da gar nichts groß dagegen gehabt. Also alle diese Details, die natürlich letztendlich schwer zu überprüfen sind, weil auch viele Dokumente nicht unbedingt mehr schon damals nicht wirklich erhalten sind, die finden sich genau in dieser Zeugenbefragung wieder. Und deswegen ist es auch so ein, bis heute übrigens, ein Streitpunkt, ein Streittext, der sehr signifikant ist und eben auch deswegen so ja, gleichzeitig unbefriedigend ist, als auch aufschlussreich unterhält. Und eben sehr interessant finde ich, dass sich bereits 1816 ein Parlament mit dieser Frage befasst, ob das rechtmäßig ist oder ob man diese Friese vielleicht doch nach Athen zurückgeben müsste. Also ja, eigentlich eine der ältesten Restitutionsdebatten, die nicht abgeschlossen sind. Ich glaube, wir müssen schnell weiterspringen, um in der Zeit einigermaßen noch zu bleiben. Zum nächsten Beispiel, dem letzten heute. Und zwar ist das ein Zeitschriftencover, nämlich von der Zeitschrift Africa Report von 1974. Wir sehen eine afrikanische Holzstatue in einem Flugzeug
und die Titelzeile »Will African Art Ever Go Home Again?« Und Merten Lagert, in Ihrem Beitrag zu diesem Bild verweisen Sie auf einen Artikel in der Zeitschrift, eine Reportage über den weltweiten Handel mit Kulturgütern aus Afrika, über den Hunger nach traditioneller afrikanischer Kunst, wie Sie sagen. Können Sie uns was davon erzählen? Wie ging man damals mit diesem Kunstmarkt afrikanischer Kontinent um? Wie sah das aus? Also ich kann uns zu dem Kunstmarkt nicht sehr viel erzählen, aber zu diesem Bild und der Geschichte, die sich mit dem Bild und dem Text von Susan Blumenthal in dem Magazin beschäftigt. Das Magazin gehört zu einer Entwicklungshilfeorganisation, dem African American Institute der USA, erscheint zweimonatlich und die Titel 1974, mitten im Winter, Januar, Februar, mit dieser Frage, Will African Art Ever Go Home Again? Und das verweist uns auf eine global geführte Debatte, die Benedikt in ihrer Studie Afrikas Kampf um seine Kunst gerade für den deutschsprachigen Raum sehr dezidiert nachgezeichnet hat. Und es ist für uns in der Arbeit im Projekt total interessant gewesen. Und das müssen wir uns jetzt vorstellen, das passiert sozusagen parallel zueinander. Also Benedikt schreibt an ihrer Studie, die im Frühjahr erschienen ist, und wir arbeiten an dem Band als Gruppe und wir sehen dieses Bild mit so einer Frage, die uns sehr, sehr jetztzeitig erscheint und die gleichzeitig ein Objekt total nah an uns ranholt, indem es in diesem Bild das Objekt als Passagier eines Flugzeugs darstellt. Bei der Suche nach seinem Platz, so wenn wir das weiterspinnen als BetrachterInnen dieses Bildes, eben, ja, wo ist mein Platz? Fragt sich vielleicht diese Statue, die auf dem Bild drauf ist, oder der Fotograf, der das Bild gemacht hat, stellt die Frage stellvertretend für Sie. Und was das Interessante für mich gewesen ist, in der Auseinandersetzung mit dem Artikel von Susan Blumenthal, die ungefähr zu der gleichen Zeit auch ein heute noch oftmals zitierten Reiseführer für das subsaharische Afrika geschrieben hat, ist, dass sie gleichzeitig total progressiv wirkt für uns, indem sie Sachen sagt, die sich heute nicht sehr viele Menschen in offizieller Position zu sagen trauen, nämlich dass diese Kunst sehr oft geraubt und geplündert worden ist. Und andererseits dient sie aber eben auch total in diesem Artikel das Rettungsnarrativ, von dem wir so oft jetzt heute Abend schon gesprochen haben, ohne das irgendwie zu hinterfragen. Sie sagt halt einfach, die klimatischen Bedingungen auf dem afrikanischen Kontinent hätten diese Objekte, wenn der westliche Kunstmarkt sie nicht an sich genommen hätte, quasi dem Verderben ausgesetzt. Also da sehen wir so ein diskursives Argument, warum diese Objekte gerettet werden sollen oder müssen. Aber sie sagten gleichzeitig, das geschah durch Raub und Plünderei. Und das war für mich, der auch in der Arbeit, in dem Projekt, diese sehr aktuelle Debatte um koloniale Erwerbskontexte miterlebt hat, total spannend zu sehen, dass da sozusagen sowas wie so ein Vergessenmechanismus für so 3-4 Jahrzehnte eingesetzt hat im offiziellen Diskurs, dass die Sachen geraubt worden sind. Und auf einmal im Jetzt ganz andere Akteurin das gleiche Argument wiederfinden. Und wir jetzt mitten im Aushandeln stecken, wo das
zukünftig hinführen wird mit den Entscheidungen, die gerade erst ganz tagesaktuell in der Bundespolitik getroffen worden sind, die Objekte eben zumindest in Teilen zurückzugeben. Super spannendes Bild. Und eben auch interessant, also ähnlich wie bei den Elgin Marbles, wo man sieht, okay, da gab es schon Anfang des 19. Jahrhunderts eine Debatte im Unterhaus, auch hier zu sehen, es gab in den 70er Jahren eine große, oder in den 70er, 80er Jahren eine Raubkunstdebatte und die ist einfach wieder verschwunden, bis sie neu kam. Machen wir doch hier bitte auch nochmal einen Sprung in die Anthologie, um auch mal zu einem positiven Ende einer Raubgeschichte zu kommen, nämlich zu einer Rückführung. Und Frau Dulesalek, Sie haben das gerade schon angefangen zu erzählen, nämlich die Geschichte von dieser Statue der Göttin Nanaya, aus dem, wo es den Bericht des assyrischen Königs Assurbanipal gibt. Wir sind jetzt noch weiter in der Vergangenheit, nämlich 646 vor Christus. Und was ich unglaublich interessant fand an Ihrem Text war, dass Sie schreiben, dass es im Alten Orient gang und gäbe, oder ich weiß gar nicht, war es Ihr Text? Nein, es war einfach ein, nein, Sie waren es nicht, ich sehe es auch gerade. Aber es steht drin, dass es gang und gäbe war, Götter, Statuen besiegter Völker mitzunehmen, aber nicht diese Objekte zu zerstören. Können Sie erzählen, warum man die nicht zerstört hat? Das ist ja später sehr oft passiert, dass Kunst einfach kaputt gemacht wurde. Ja, ich bin natürlich jetzt keine Spezialistin für das alte Assyrien, aber einerseits ist ein Aspekt, der sich immer wieder findet, auch in den anderen Texten der Anthologie, dass es um Trophäen geht. Und das Erbeuten von Kriegstrophäen ist auch eine Strategie für die Herrschaftslegitimation derer, die diese Objekte mitgenommen haben. Andererseits ist die Frage, wer traut sich, eine Götterstatue zu zertrümmern? Ich weiß jetzt nicht, ob das für Assyrien relevant ist, aber vielleicht spielt auch das eine Rolle, dass man diese Götter nicht angreifen möchte. Was ich interessant finde im Hinblick auf das auf dieses Cover von der Zeitschrift, ist das Wort Home, was sehr prominent mitten im Gang inszeniert ist, über dem Kopf der Statue. Und das spielt auch eine riesengroße Rolle für die Göttin Nanaya, die zurückkommt an ihren Ursprungsort in Mesopotamien. Nach 17 Jahrhunderten vermisst sie immer noch ihre Heimat, ihr Home, ihr Heim. Und auch das ist so ein roter Faden, der sich durch unsere Anthologie zieht. Dieses Vermissen, der Verlust, der nicht vergessen wird. Und wie ist es heute? Gibt es Beispiele für gelungene Rückführung? Darf ich ganz kurz, es ist ein roter Faden, und ein anderer roter Faden ist, dass solche Kunstwerke leben. Sie wollen selber nach Hause oder sie steigen selber in das Flugzeug oder sie fangen an zu weinen. Und die Vermischung zwischen oder die Verwandlung von Objekten in Subjekten, die selber entscheiden, wie auch Nofretete am Anfang, die mir in ihrem Minirock in Kairo aufkreuzt, ist auch etwas, was wir heute in der Benin-Bronze-Debatte vermissen wir das gerade. Also wir wissen, seit der Antike gibt es irgendwann in solchen Debatten Kunstwerke, die leben oder die aufstehen in Karikaturen und in Reden. Aber ich habe gerade, glaube ich, keine gehört, die sagt, ich will nach Benin City zurück, oder? Also in Berlin, meine ich, aus Berlin. Aus anderen Städten hört man das schon. Aber hier, ich müsste auch Deutsch sprechen. Es kommt vielleicht noch. Das waren jetzt auf jeden Fall mal einige Beispiele und Texte aus den Beutebüchern. Was wir jetzt aus Zeitgründen nicht machen können, ist auf die unzähligen Querverweise in den Bänden einzugehen. Also es gibt ganz viele Verweise von Bildern zu Texten und umgekehrt, aber auch von Bildern zu Bildern und von Texten zu anderen Texten. Das ist sehr schön zum Lesen. Simon Lindner hat vorhin schon was über die Struktur gesagt zu diesen Kapiteln, die immer in Verben daherkommen. Die nenne ich jetzt nicht alle nochmal. Aber Sie können sehen, diese unglaubliche Vielfalt und Themen und Zugänge, die diese beiden Bücher liefern. Bevor wir gleich in eine Diskussion mit Ihnen, Zuschauerinnen und Zuschauern, einsteigen, würde ich das Herausgeberteam gerne zum Abschluss noch fragen, in diesem langen Recherche- und Buchherstellungsprozess, was waren für Sie selbst die interessantesten Erkenntnisse? Was hat Sie erstaunt und fasziniert? Jeder vielleicht einmal ganz kurz, falls es was gibt.
Mich hat fasziniert, das habe ich schon gesagt, wie die enge Zusammenarbeit mit einem so tollen Verlag, die Art und Weise, wie man die Materie anpackt, prägen kann. Und in sehr positiven Sinne. Und das war für mich eine sehr neue und einmalige Erfahrung. Ja, bei mir war es, dass so Begriffe, also bei manchen Begriffen so eine Doppelseite zu sehen. Also wir hatten einen Text, da wird über das Universalmuseum in London gesprochen und dann kommt die kecke Frage, ja, wird euch das was ausmachen, wenn das Museum der Menschheit jetzt in Paris wäre und nicht in London? Und dass man das sieht, dass universale Ansprüche, also dass man kann halt gleichzeitig universale Ansprüche haben und Nationalismen bedienen. Und das wird im Moment oft gegeneinander ausgespielt. Und das war, fand ich, sehr erhellend. Mhm. Für mich war es in der Arbeit im Projekt, jetzt nicht eng im Bücher machen, sondern im Projekt, dass schauen auf die Sachen und wie wir alle anders darauf schauen und am Ende sozusagen den Blick rauszuschälen im Prozess, den wir als Gruppe mitgeben wollen mit diesen Büchern. Weil wir haben einfach vor 3-4 Jahren dazu Seminare gemacht und da kamen so viele Studenten, dass wir ganz schnell sagen müssten, okay, wir wollen niemanden von euch vor die Tür stellen, weil ihr brennt alle für das Thema, aber Benedikt kann allein das Seminar nicht machen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen 2 Seminargruppen von jeweils 30 Menschen, die parallel zueinander sich mit dem gleichen Bild auseinandersetzen. Das haben in einem Raum in unserem Institut Luca und Simon gemacht und ich in unserem Gemeinschaftsbüro. Und Benedikt ist immer zwischen den beiden Gruppen hin und her gesprungen, war die halbe Stunde bei Simon und Luca und die andere halbe Stunde bei mir. Und hinterher entstanden eben aus diesen Gruppen jeweils ein Text zu dem Bild und die waren teilweise total unterschiedlich, weil Menschen auf Dinge anders draufschauen und diesen am Ende auch unseren kollektiven Blick für diese Bilder zu schärfen, fand ich einen total gewinnbringenden und tollen Prozess. Und der hat sich dann im Büchermachen, in so total konzentrierten Momenten, die wir mit Judith Schalansky hatten, das waren nur 3 oder 4 Treffen, die wir in unserem großen Büro an diesem Tisch hatten, aber da ist so viel passiert, weil auf einmal eine Frau, die so einen scharfen Blick und so einen tolles Bewusstsein für Bücher als Objekte hat, in unsere Mitte gekommen ist und mit uns gemeinsam, das Produkt ist jetzt ein dämliches Wort, aber das Objektbuch aus unserem Blick rausgeschält hat. Unglaublich. Mhm. Danke. Die anderen noch? Ich knüpfe gleich mal an diese Werkstattsituation, weil ich will nochmal hervorheben, dieses Narrativ, was ich vorher schon referiert habe. Aber die Entscheidung dafür, dass am Anfang fehlt noch der Begriff einmal des Gestaltungswillen und die Entscheidung, dieses Narrativ auch zu wählen und es auch enden zu lassen bei der Zurückgabe und beim Wiederankommen der Objekte und dann zu schauen, welche starken Formen gibt es für dieses Zurückgeben. Da ist auch das Trauern um den Verlust, also um das bei der Zurückgabe, da gehört auch das Trauern dazu, aber auch die Freude über das Zurückgeben und natürlich über das Ankommen und diese, ja, wie viele starke und schöne Formen es für das Zurückgeben geben kann, finde ich, wird im letzten Kapitel des Bildbandes sehr deutlich und das habe ich auf jeden Fall ganz stark erlebt. Mhm. Ja, Isabel, du lässt halten. Ganz kurz, vielleicht für mich, wie sehr der Blick auf Historisches eigentlich auch zu aktuellen Debatten beitragen kann und was wir als Wissenschaftlerinnen mit unseren Methoden zeigen können, wie man eigentlich mit Bild- und Textmaterial aus der Vergangenheit umgehen kann. Das ist, glaube ich, aus unseren Büchern ersichtlich und fand ich sehr spannend in der Arbeit. Mhm. Also für mich, ich muss auch sagen, für mich ist eigentlich das Zwiespältige, das Zerrissene sehr kennzeichnend auch für die Arbeit mit den Texten und mit den Bildern, weil ich absolut eben Probleme habe mit vielen Narrativen, mit vielen Bildern, mit vielen Diskursen, vielen
Streit. Ich mag eigentlich keinen Streit. Und ich bin auch immer wieder ertappt gewesen, dass ich Partei ergreife. Und das ist durchaus nicht immer die gleiche Partei und nicht immer das, was so scheinbar offensichtlich das Gerechte ist. Und ich finde, das ist das, was der große Wert sein kann, wenn man mit solchen Quellen arbeitet und wenn man historischen Abstand versucht, man kann es ja nur versuchen, zu ziehen und merkt, dass man eben nicht so ohne weiteres sich hinstellen kann und irgendwas fordern kann, ohne nicht gleich sich wieder im nächsten Moment in Widersprüche zu verwickeln und auch andere Seiten zu sehen. Und das ist für mich das Zentrale in diesen sehr, zum Teil sehr kontroversen Texten und Bildern und das, was ich persönlich auch am bewegendsten in der Arbeit fand. Mhm. Ich würde vielleicht noch ganz kurz hinzufügen, das, was ich wahnsinnig, also wir haben es schon des Öfteren gesagt, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist, was wir hier haben innerhalb von unserer Sammlung. Was ich besonders bemerkenswert und faszinierend fand, ist für mich persönlich als Spätmittelalter und Renaissance-Forscherin, wie wenig wir für manche Zeiten gefunden haben, wie sehr verbunden wir sind mit der Antike, wie sehr sich Diskurse da auch wiederholen und wir ähnliche Gedanken haben und wie sehr das zum Beispiel um Karl den Großen auf einmal still wird, wovon ich, und da denke ich, dass Isabel mir zustimmt, davon ausgehen, dass es da nicht still ist, sondern dass die Worte einfach andere sind und die Erzählungen andere sind. Das heißt, eigentlich ist da das Faszinierende für mich zu sagen, wir müssen weitermachen. Wir müssen auch aus diesen Zeiten noch die Stimmen und die Arten darüber zu sprechen finden. Wir haben ein paar von solchen Stellungnahmen, wir haben ein paar von Bildern aus der Zeit, aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr. Und ich glaube, sowohl was das Außereuropäische und ganz andere als auch unsere eigenen Zeiten, die eben anders reden, angeht, können wir uns noch weiter öffnen und weitermachen. Die Bücher sind toll, aber die Bücher sind auch offen. Die sind nicht zu Ende. Also wenn wir die weglegen, dann ist das Thema nicht fertig, sondern im Endeffekt sind es Eröffnungen von Diskussionen und von Recherchen und von Forschung und auch die Texte. Sie haben gesagt, die sind schön lesbar und kurz und natürlich sind sie wirklich kleine Häppchen von dem, was man noch darüber schreiben kann. Mhm. Das war jetzt ein super Schlusswort für den ersten Teil, würde ich sagen. Bis hierher schon mal sehr herzlichen Dank an Sie alle für das interessante Gespräch. Und ich habe gehört, dass Sie sich auch gerne noch kurz bedanken möchten. Imke, zeigst du uns die Folie, die sehr volle Folie? Ganz viele sind, glaube ich, heute von Ihnen und euch da, dieser Riesenblock an Namen, sind all unsere Autorinnen und Autoren von den Büchern. Das sind, wie bereits gesagt, Kolleginnen von uns, aber auch unsere Studentinnen und externe Expertinnen, die wir angefragt haben für Kommentare für unsere Bücher. Und Sie sehen anhand dieser Logoleiste unten, wo wir das gemacht haben, an der TU Berlin. Das ist ein Ort, der manchmal von der Architektur, von dem Stadtraum her ein bisschen unwirtlich ist, der Ernst-Reuter-Platz. Aber das ist ein Ort, an dem wir als Gruppe total toll mit unseren Kolleginnen auch über die Institute hinweg, Imke, die heute Abend unseren Chat hostet, nicht unseren Chat, sondern den Zoom hostet, kommt aus der Presseabteilung unserer TU. Die DFG hat uns das Geld dafür gegeben und von Mattes und Seitz und unten, oben die drei Namen von Magdalena, die Sie am Anfang gehört haben, Judith, von der wir schon ein paar Mal erzählt haben und Pauline, die das handwerklich so toll und in einfach ein so beruhigt, schön fließende Bücher übersetzt hat, unsere Arbeit. So, so viel Dank von uns. Und das Logo von Mattes und Seitz steht unter, weil da natürlich ein noch viel größeres Team da ist von Menschen, die wir gar nicht jetzt in dem Prozess so eng kennengelernt haben, wie die drei. Also ganz, ganz viel und ganz, ganz tiefen Dank von unserer Seite für euch alle.